Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu Klagemauer TV. Westliche Medien bringen britische Kriegspropaganda unters Volk. Die amerikanische UN-Botschafterin Susan Rice versuchte mit Hilfe der Unterstützung von Großbritannien, Frankreich und Deutschland eine UN-Resolution durchzubringen, die verschärfte Wirtschaftssanktionen und Militäraktionen gegen Syrien ermöglicht hätte. Das Veto von Russland und China im UN-Sicherheitsrat verdeutlichte die rote Linie, deren Überschreitung unmittelbar die thermonukleare Konfrontation mit diesen beiden Mächten auf die Tagesordnung bringt. Auf einer Sicherheitskonferenz in St. Petersburg hatte Premierminister Medvedev deutlich die Putin-Doktrin erklärt, die in der absoluten Verteidigung der in der UN-Charta festgelegten Unverletzbarkeit der nationalen Souveränität besteht und dass militärische Interventionen selbst unter humanitären Vorwänden zum Einsatz von Atomwaffen führen könnten. Mit diesen Aufeinanderprallen der sogenannten Blair-Doktrin, überall auf der Welt militärisch intervenieren zu können, und der Putin-Doktrin wird angesichts der Lage in Syrien deutlich, dass die Welt um Haaresbreite am Rand des Dritten Weltkrieges steht. Aber sieht auch, wie unverantwortlich die westlichen Medien agieren, die britische Kriegspropaganda unters Volk bringen. A war today or tomorrow, if it led to nuclear war, would not be like any war in history. A full-scale nuclear exchange lasting less than 60 minutes with the weapons now in existence could wipe out more than 300 million Americans, Europeans, and Russians, as well as untold millions elsewhere. And the survivors, as Chairman Khrushchev warned the communist Chinese, the survivors would envy the dead. If only one thermonuclear bomb were to be dropped on any American, Russian, or any other city, whether it was launched by accident or design, by a madman or by an enemy, by a large nation or by a small, from any corner of the world, that one bomb could release more destructive power on the inhabitants of that one helpless city than all the bombs dropped in the Second World War. Heute, mehr als 50 Jahre nach diesen Worten von US-Präsidenten Kennedy, schwebt das Damoklesschwert eines thermonuklearen Krieges immer noch über unseren Köpfen. Während das weltweite monetäre System zusammenbricht, ist der Aufbau hin zu einem allgemeinen Krieg durch die Kräfte des britischen Empire im vollen Gang. Angefangen mit der Ermordung Gaddafis in Libyen, über den Druck für eine militärische Intervention in Syrien und Iran, sowie die weiteren Provokationen gegenüber Russland und China und nun auch mit Nordkorea, wird die Welt an den Rand eines Weltkrieges getrieben. Und machen wir uns nichts vor, im Zeitalter der Atomwaffen bedeutet Weltkrieg eine thermonukleare Kriegsführung. Es bedeutet nicht nur eine unvorstellbare Anzahl an Toten und einen hohen Grad der Zerstörung, es bedroht die Existenz unserer Gattung und alles anderen Lebens. Es existieren über 20.000 thermonukleare Sprengköpfe. Was würde es bedeuten, wenn diese eingesetzt würden? Anhand der U-Boote der Ohio-Klasse bekommt man einen Begriff der nuklearen Zerstörungskapazitäten der USA. Jedes U-Boot kann bis zu 24 Trident Interkontinentalraketen mitführen. Das sind Raketen, die eine Geschwindigkeit von fast 21.000 km pro Stunde erreichen und Ziele in einer Entfernung von über 11.000 km treffen können. Jede dieser Raketen ist mit 4 bis 8 thermonuklearen Sprengköpfen ausgestattet. Dem W-76 Atomsprengkopf mit einer Sprengkraft von 100 Kilotonnen oder dem noch zerstörerischen Sprengkopf W-88 mit einer Sprengkraft von 475 Kilotonnen. Zum Vergleich: Little Boy, die Atombombe, die über Hiroshima abgeworfen wurde, hatte eine Sprengkraft von 14 Kilotonnen. Und Fat Man, die Atombombe, die auf Nagasaki niederging, hatte eine Sprengkraft von 23 Kilotonnen.
Diese waren Atombomben. Heutzutage haben wir es mit thermonuklearen Waffen zu tun, wobei jede einzelne 8 bis 40 Mal mächtiger ist als die in Hiroshima. Mit 4 W-88 Sprengköpfen auf jeder Trident-Interkontinentalrakete, 24 solcher Raketen in jedem U-Boot und 14 dieser U-Boote im Einsatz, macht das fast 400 Sprengköpfe, jeder mit einer Sprengkraft von 475 Kilotonnen. Ein riesiges Vernichtungspotenzial. Die interkontinentalen Raketen Russlands, die SS-27, haben eine Reichweite von fast 10.500 Kilometer und eine Sprengkraft von 550 Kilotonnen. Russlands SS-18, Spitzname Satan, haben eine Reichweite von mehr als 16.000 Kilometer und jeder einzelne Sprengkopf hat eine Kraft von 8.000 Kilotonnen. Wenn diese Rakete über der Stadt New York abgeworfen werden würde, ergebe das einen Feuerradius von 6,5 Kilometer, in dem alle Menschen binnen 24 Stunden sterben würden. China verfügt über die DF-5A, welche entweder mit einem einzigen Sprengkopf von einer 4000 Kilotonnen Sprengkraft versehen werden kann oder mit 4 bis 6 voneinander zielunabhängigen Sprengköpfen bei einer jeweiligen Sprengkraft von 150 bis 350 Kilotonnen. Die Reichweite dieser Interkontinentalrakete umfasst fast 13.000 Kilometer und würde die Westküste der Vereinigten Staaten leicht erreichen. Ein einzelner Sprengkopf kann heute eine ganze Stadt eliminieren. Das sind wahrlich Massenvernichtungswaffen. Käme es heute zu einem weltweiten thermonuklearen Konflikt, würde innerhalb von Minuten die gesamte Zivilisation, wie wir sie heute kennen, ausgelöscht werden. Großstädte in der ganzen Welt würden von der Weltkarte verschwinden, Milliarden von Menschen sterben und, wie Kennedy zitierte, die Überlebenden würden die Toten beneiden. Wir reden hier wirklich von der Auslöschung der menschlichen Spezies. Aber dies muss nicht geschehen. Während das oligarchische Finanzsystem zerfällt, bewegen sich Länder wie Russland und China weg von der monetaristischen Wirtschaft hin zu einer Politik der physischen Wertschöpfung durch großflächige wirtschaftliche Aufbauprojekte und in neue Grenzbereiche wie der arktischen Entwicklung und der Weltraumkolonialisierung. Russland hat den USA mehrfach vorgeschlagen, das Abenteuer dieser neuen Grenzbereiche gemeinsam anzugehen. Bisher stimmen die Vereinigten Staaten und die politische Führung der europäischen Nationen darin überein, wie Betonköpfe alles zu unternehmen, um die kranken Fantasien der Londoner City und Wall Street zu erfüllen. Today, the United States remains our most important ally. Um das hoffnungslos bankrotte Finanzsystem zu retten, wird die Bevölkerung von immer mehr Ländern mit einer barbarischen Austeritätspolitik dafür geopfert. Anstatt den Vorschlag Russlands für eine gemeinsame wirtschaftliche Entwicklung anzunehmen, führen sie als Schreibtischtäter für das zusammenbrechende britische Finanzempire dessen Befehle aus. Russland und China, die sich weigern, ihre Nationen diesem oligarchischen System zu opfern, sollen nun, wie wir gesehen haben, mit anderen Mitteln in die Unterwerfung gezwungen werden. Vor diesem wachsenden Potenzial zum Dritten Weltkrieg, der Debatte in Israel über einen Präventivschlag gegen Iran und dem gigantischen Aufmarsch militärischen Einsatzkräfte im Indischen Ozean, im Golf und im östlichen Mittelmeer, warnen wir bereits seit November letzten Jahres. Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, forderte vor kurzem eine öffentliche Debatte über die Implikationen von Frau Merkels Rede vor der Knesset im Jahre 2008. Dort hatte sie nämlich die Verteidigung Israels zur Staatsräson Deutschlands erklärt. Was bedeutet dies aber im Falle eines Krieges zwischen Israel und Iran? Das Prosagedicht von Günter Grass, so sehr man die schöne Kunst daran bezweifeln kann, hat diese Gefahr eines unmittelbar bevorstehenden Dritten Weltkrieges mit einem Paukenschlag in die breite Öffentlichkeit gebracht. Und eines ist auch sehr deutlich geworden. Die Diskrepanz zwischen den Massenmedien und den Stimmen besorgter Bürger war noch nie offensichtlicher. Ob es die Kriegsgefahr betrifft, die berechtigte Angst vor Hyperinflation oder die immer dümmeren Floskeln der EU und des IWF. Der einzige Weg, wie ein Absturz in Diktatur, Depression und einen daraus entstehenden Krieg verhindert werden kann,
liegt in der Abkehr vom monetaristischen Weltsystem zügelloser Spekulanten. Es muss eine sofortige Volksabstimmung über die Europäische Währungsunion durchgeführt und die Souveränität über die eigene Währung und Wirtschaft zurückerlangt werden. Mit der Einführung eines Trennbankensystems in der Tradition des Glass-Steagall-Standards von US-Präsident Roosevelt wäre der erste notwendige Schritt getan für ein produktives Kreditsystem, das ausschließlich an Investitionen in die Realwirtschaft orientiert ist. Wenn Länder wieder zu souveränen Nationen geworden sind und wenn ihre Bevölkerung sich als Staatsbürger ernst nehmen, dann kann man eine Welt der Vaterländer schaffen, die die gemeinsamen Ziele der ganzen Menschheit verfolgen können. Diese gegenseitige Entwicklung und die gemeinsame Eroberung neuer wissenschaftlicher Grenzbereiche ist das einzige Mittel, den Weltfrieden und den Fortbestand unserer Spezies zu sichern.